Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Real Farm mit Dominik und Excel. Hallo. Servus. So. Okay. Laden wir unsere Ballen mal schön easy peasy hier auf. Mein, wie gesagt, mit der Silagezange geht es ja nicht schlecht. Passt schon. Beziehungsweise. Ja. Jeso, danke schön für 7 Monate. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Okay. Ich überlege eigentlich, ob ich Freitag wieder eher anfange. Mir das letzten Freitag echt gut gefallen und Freitag ist Feiertag. Ganz ehrlich, Freitag wird Baustelltechnik null passieren. Es wird, wir werden, denke ich, eine schöne große Fahrradrunde drehen. Mit den Kindern und alles. Aber ansonsten ist Freitag nicht viel los. Deswegen überlege ich echt, ob ich schon wieder irgendwann am Nachmittag starte. Hast du dein Fahrrad jetzt gekriegt? Hast du einen YouTube-Channel? Ich habe ein Fahrrad, ja. Ach so. Ja, ja, also wir haben uns 2 Stück gekauft. Also für die Jean 1 und für mich 1. Beides halt Mountainbike Hardtails, also mit Vordergabefederung. Mhm. Ja, weil Fully macht ja absolut gar keinen Sinn. Ja. Und ein Rennrad oder sowas, das ist auch Quatsch. Lässt sich auch sehr schön fahren. Glücklicherweise alles Alurahmen. Ich habe was überlegt, ob ich vielleicht mal nach einem Carbon schaue, aber da brauchst du was im Angebot. Kannter von mir, der war ist heute mit dem Fahrrad mit seiner Kleinen vorbeigefahren, haben wir kurz geschwatzt. Der hat ein Carbonrad, also das ist schon Wahnsinn, ne? Aber der hat auch, der hat 1300 Euro bezahlt, das fand ich für ein Carbonrad echt, also von 1800 war das gesenkt. Aber trotzdem günstig. Der Preis ist voll okay für ein Carbonrad, auf jeden Fall. Ja. Auch ein Mountainbike gewesen. Wie gesagt, oh lul. John Cena ist in der Haus, Baby. Track 001, haut ein Fuchs raus. Hey Timo, eine Kleinigkeit für deine Kleine zu Ostern. Schau dich gerade in der Werkstatt beim Multicar restaurieren. Grüße aus Bayern und an Excel und Dominik. Abgehoben, auch noch 20 Monate dabei. Ey, Alter. Also schöne Grüße an euch von Track. Ja, schöne Grüße zurück. Danke. Und... Alter, Multicar restaurieren, geil. In Bayern restauriert einer, warte mal, in Bayern restauriert einer Multicar? Das ist ja auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die bei euch so vertreten sind, Multicars. Ist auch eher so ein Ostding, oder? Denke ich das jetzt nur. Ich glaube, mittlerweile sind sie sehr weit vertreten. Manuel, Tino ist mein Name. Natürlich ist es okay, dass man mich Tino nennt, klar. Ja, Multicar restaurieren, sehr cool. Das finde ich echt nice. Multicar ist auch so ein Ding, ganz ehrlich. So ein Multicar für privat auf dem Dorf, Alter, machst du nichts verkehrt. So ein Ding musst du eigentlich in der Garage haben. So ein Ding musst du immer in der Garage haben. Vor allen Dingen 2 Tonnen kannst du, glaube ich, draufhauen. Ne? Da kannst du immer, wenn du mal was holen musst oder sonst was, bist du immer flexibel. Oh, kennst du noch die mit der Innenkabine? Mit Sicherheit, aber sag, ich habe jetzt kein Bild vor Augen. Eine Kabine? Ja. Wie heißt Fisi auf Twitch? Na, jetzt denk doch mal nach. Erwin. Erwin mit den kleinen Schlingschlongen. Wisi hat auch Satisfactory mitgespielt das letzte Mal, ja. Also wie gesagt, am Freitag, ich muss mal schauen. Es kann echt sein, dass ich am Freitag schon wieder ab Nachmittag online bin. Da müssen wir mal schauen, was wir da anstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ein bisschen in Satisfactory rumknödeln. Aber ich kann mir auch gut vorstellen...
Ja, doch, Satisfactory. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber auch noch zwei Simpson zum Multicard dazu. Ja, das ist nice, Bruder. Da bist du auf jeden Fall gut ausgestattet. Ich freue mich auch so auf die Garage. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Deswegen gebe ich auch zurzeit so ein Gas. Weil halt wirklich, ich freue mich unglaublich auf die Garage. Vor allen Dingen die dann einzurichten. Weil Opa löst seine dann komplett auf, seine Werkstatt. Der ist ja auch schon etwas älter jetzt und hat gesagt, pass auf, wenn deine fertig ist, wir legen dein Werkzeug alles zusammen. Du guckst dir an, was du gebrauchen kannst. Der Rest fliegt weg. Ne, alles, was gut ist, wird aufgehoben und fertig ist. Und dann legen wir das zusammen. Mal gucken, was ich dann eventuell noch brauche. Und da wird gleich ein bisschen aussortiert. Und dann schöne neue Werkbank rein, ein paar Schränke rein und alles. Und ich will mir wahrscheinlich eine Motorradhebebühne holen. Also eine kleine Moped-Hebebühne, wo du halt das Moped drauffahren kannst, von einem Vorderrad festmachen und dann hochpumpen kannst. Einfach per Fußhydraulik. Das wäre so ein, das Träumchen. Ja, und will das Ganze halt auch gleich, also will gleich einen Kompressor fest installieren. Jetzt krieg ich den wieder nicht mehr geschoben. Das wird hier übelste Scheiße mit der zweiten Reihe. Genau, das ist das Ding. Auf, dass das gute DDR-Spezialwerkzeug nicht alles wegschmeißt. Das ist Gold wert. Das auf keinen Fall. Also das auf keinen Fall. Ja, Chris, Dankeschön für 13 Monate, das ist lieb von dir. Wer ist das älteste Teammitglied? Rainer, glaube ich. Ja, mit Abstand. Ja, Rainer sollte das älteste Teammitglied sein. Ja. Danach sollte Excel kommen. Und danach kommt Tiger. Ist es dann schon soweit, ja? Kann natürlich sein, ja. Nein, es ist nicht ich. Ich habe eine Viergang-Simme. Viergang-Simson. Ja. Eine der letzten, die vom Band gelaufen ist. Baujahr 90. Eine Schwalbe? Habe ich auch eine, ja. Welche Simson ist eine, also welche hast du, die an der letzten ist? Die ist Baujahr 90, das ist eine Simson, wenn mich nicht alles täuscht, E. Okay. Ja. Weil der SR50, den ich original hatte, der war auch, ist auch Baujahr 90. SR50 ist ja, aber der Roller. Genau. Genau. Ja. Aber den mussten wir umbauen, weil der ist wirklich nur noch 45 gefahren mit dem Vergangenen. Ja, also ein SR50 hat der Opa von der Jean. Ich bin auch schon sehr gespannt, wann der meinen Besitz übergeben soll. Ich warte ja schon sehnsüchtig drauf. Das ist ein cooles Teil. Ja, Roller auf jeden Fall und sehr viel, sehr, sehr teuer mittlerweile. Echt? Ja, also die SR50 sind keine Schnäppchen mehr. Ich habe schön von früher noch einen Stollenreifen hinten drauf, um die Wände zu halten. Mit dem Ding. Die haben doch nur die kleinen Räder. Ja, ja. Das war witzig. Ja. Ja, dann habe ich noch eine Schwalbe Viergang. Und einen IWL Droll. Und eine Avo Sport. Ich habe früher mal mit einem Kumpel eine NVA. MZ, eine 150er, Baujahr 58, glaube ich. Mit Seitenwagen? Nee, ohne. Oh, schade. Das aber, ist ja noch mein Traum. Ich suche ja noch was mit Seitenwagen. Aber er hat jetzt, oder die hatten wir früher schon mal, eine Ural. Den ja. Lepa. Ja. Also, das ist eine mit Seitenwagen, ist quasi fast baugleich. Und die hat er jetzt wieder. Das ist schon ziemlich geil, aber da musst du schon Kraft in der Arm haben, um mit dem Ding zu fahren. Ja, das glaube ich. Also ein Seitenwagen, das wäre noch, da wäre mir eigentlich auch scheißegal, ob es ein MZ ist oder ob es also eine Avo Sport mit Seitenwagen, das wäre natürlich der absolute Traum. Oder was auch ein Traum wäre,
noch eine Avotura. Das ist ja auch. Also die Avotura gefällt mir optisch besser wie die Sport. Muss ich ehrlich sagen. Und mit diesen zwei Einzelsitzen da. Und dann noch einen Seitenwagen dazu. Da bist du natürlich... Oh ja. Da bist du Baba-mäßig unterwegs auf jeden Fall. Aber das sind natürlich... Da musst du sehr viel Geld in die Hand nehmen. Also für eine Avo mit Seitenwagen... In wirklich sehr gutem Zustand, restauriert mit allem drum und dran. Da musst du... Da kommst du schon Richtung fünfstelliger Bereich. Also da bist du schon bei 8.000, 9.000, 10.000. Es kommt immer drauf an. Das musst du da schon einplanen, ja. Das auf jeden Fall. Das ist halt... Du bist ja auch kein Schrotthaufen. Naja, das ist ja das Problem. Ja, und Schrotthaufen bringt ja auch nichts, weil... die Restauration unendlich teuer ist. Naja, deswegen. Da ist halt... Musst du schon gut investieren. Ja. Schon mal mit der Rollengabel gearbeitet? Ganz ehrlich, nein. So gut wie noch nie benutzt. Mache ich irgendwas falsch? Kann ich was besser machen? Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Chris, danke schön für 13 Monate und ja, Lukas, danke schön für 5 Monate, Digga. Hab der KTM GS MC 250. Ja, ich hatte früher, habe ich eine Supermoto gefahren, eine KTM. Eine 640er. Das war auch geil. Ein Zylinder, 640 Kubik. Ja. Viertakt. Aber hat auch Spaß gemacht, aber ich stehe dann doch mehr auf das Alte. Ich eigentlich auch, aber da kannst du halt auch nicht groß was mit reißen. Also nee, gar nicht. Null. Also da reißt du gar nichts damit. Wenn du natürlich mal ein bisschen sportlich unterwegs sein willst, dann musst du dir halt wirklich was Neues dann kaufen. Ja, sportlich ist auch nicht so mein Ding. Also ich bin eher mehr der Tourenfahrer. Also Tourer, ich schon drei, vier Mal, ja so drei, vier Wochen mit dem Motorrad unterwegs. Okay. Und das ist dann, da brauchst du halt was, was zuverlässig ist und einigermaßen bequem. Das ist das, bequem. Bequem ist da wirklich das Stichwort. Ja. Also, wenn du da so zwischen 5 und 10.000 Kilometer innerhalb von zwei, drei Wochen abreist, das ist schon ein bisschen was. Wie viel? Zwischen 5 und 10.000 Kilometer. Ja. Ja, auf dem Moped ist das aber, das ist schon ein geiles Feeling, oder? Ja, also es waren größtenteils Alpen und dann halt Pässe ohne Ende. Da ja. Kannst du halt nicht schnell fahren, weil das ist wirklich teilweise auf den Pässen fällt es in den Kurven fast um, weil die so eng sind. Ja, ja. Und, aber es ist halt unglaublich vom Panorama her und so, das ist schon krass. Generell, also wenn ich in Österreich in Skiurlaub bin, ich bin immer wieder beeindruckt von der Landschaft. Ja, aber das sind zwei komplett andere Welten. Okay. Wenn du das im Sommer und im Winter siehst. Das ist klar, ja. Das ist klar, das glaube ich. Das glaube ich dir. Im Sommer fährst du quasi mit dem Motorrad unter den Skilüften drunter durch. Ja. Das finde ich schon mal ganz cool. Auf jeden Fall, ja. Ach ja, ist schon schön. Also sollte sich auch jeder mal gönnen. Also gerade so Österreich, die Landschaft und alles, das Panorama. Ihr habt da wirklich was verpasst. Auch wenn man nicht so auf Skifahren steht, dann fahrt halt mal im Sommer hin. Und geht halt wandern oder was weiß ich oder kein Plan. Aber die Landschaft ist unglaublich. Ist wirklich unglaublich. Sensei, danke schön für 6 Monate. Wenn man Österreich dann gesehen hat, dann kann ich Norwegen empfehlen. Ich habe heute. Boah, ich weiß nicht, ob ich sagen sollte. Wenn ich das jetzt sage, dann. Dann klappt es vielleicht dann wieder doch nicht oder so. Ja, dann besser für dich bald. Nein, ich muss es sagen. Claudia, dankeschön für 3 Monate. Und Leon, dankeschön für 3 Monate. War für beide ein neues Sub-Icon. Danke, dass ihr schon so lange dabei seid. Ich habe die Zusage zum neuen Rechner gekriegt. Glückwunsch. Ja, aber ich getraue mich gar nicht zu sagen. Ich habe dann Angst, dass ach nee, wird doch nichts kommt. Also es wird ein komplettes AMD-System.
Ja, ich hätte auch Insel genommen, so ist nicht. Ja. Aber es wird ein Monster. Also die haben mir einen Bruttolistenpreis gesagt, den ich zur Verfügung habe, wo ich mir das System zusammenstellen kann. Das Ding wird ein Monster. Ja gut. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Also der Bruttolistenpreis, der hat mich heute ein bisschen geflecht, muss ich ehrlich sagen. Krass. 15.000 Euro PC wie bei Monte, ne, ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, wird es mit Sicherheit nicht geben. Nicht mal ansatzweise fünfstellig. Will ich aber auch gar nicht, sage ich ehrlich, wie es ist. Wüsste ich gar nicht, was ich mit so einem PC soll. Aber es ist eine sehr solide Summe. Und da kann ich mir einen PC zusammenstellen, wo ich weiß, da habe ich die nächsten Jahre auf jeden Fall ein Bombensystem. Und ich werde echt einiges von dem Geld auch in Festplatten investieren, sage ich ehrlich, wie es ist. Das Weil es gibt nichts Besseres wie richtig, richtig gescheite Festplatten. So, wo soll ich denn diese Laschenbeine jetzt hinballern? Am besten bei der Wiese mit hin. Beim Hof. Krass, also soll ich mal kurz gucken wegen dem Lager oder was? Ist halt die Frage, wird es in dem Lager reifen oder nicht? Ich glaube, es wird gar nicht angenommen. Wir können ja mal einen Testballen probieren. Ja. Aber Fakt ist eins, der Ballen wird angezeigt als Gras. Ja. Deswegen vermute ich, dass es nicht schlucken wird. Aber da wird dir ja auch ein Stand angezeigt, wie weit er schon ist. Oder? Nein. Also stand jetzt jedenfalls nicht da. Ja, SSD ist auf jeden Fall. Aber da weiß ich halt, dass ich ganz bequem zwei richtig gute SSDs reinballern kann. Soll ich auf die Kuhweide? Ne, warte mal. Wo haben wir noch ein schönes Plätzchen? Wir hätten hier noch die alte Betonplatte. Leg halt wie rum. Wie sieht das aus? Okay. Versuch's mal. Oh. Wird auch immer grausamer. Ja, also von dem neuen PC werde ich auf jeden Fall ein Video machen, ganz klar. Definitiv. Also es ist wahrscheinlich auch AMD direkt, die mich dann sponsern werden. Deswegen wird es halt ein AMD-System, aber ja. Ja, aber es ist auch ohne schlecht. Ach, um Gottes Willen. Also in der heutigen Zeit, sind wir doch ehrlich. Wann der PC kommt, kann ich noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass jetzt diese Woche der finale Call passieren soll. Und dann muss ja noch ein Konzept ausgearbeitet werden. Weil natürlich, die stellen mir den PC hin, aber die wollen ja auch Werbung dafür, ist ja ganz klar. Ja? Also das muss man ganz klar sagen. Und natürlich, da mache ich auch gerne Werbung dafür, um Gottes Willen. Also Werbung heißt ja, dass ich auch dass das System vorstelle, wie ich es finde, mein Resümee da lasse und so weiter und so fort, ne? Aber das wird ein Baba-Ding, das wird ein richtig Baba-Ding, Alter. Und den alten verlost du? Nein, den alten werde ich auf jeden Fall behalten. Weil der alte kriegt dann Windows 10 und wird mein Zweitrechner. Und der neue kriegt dann Windows 7? Ja. So, ich muss noch mal ganz kurz schauen. ...2,08 ist GGR, 24 Stunden erforderlich. Ja.
Ich muss den selber dann noch zusammenstellen, Leute. Ob es ein Wissen oder ein Threadripper wird, abwarten. Ich überlege gerade, was machen wir jetzt mit den Ballen? Also hier werden sie schon mal nicht angenommen. Gar nicht. Dann biete dir mal einen neuen Ballenwagen. Ah, ich habe keinen Trecker, mit dem ich den entladen kann. Boah, das ist ja auch noch so eine. Das Beinlager hier ist auf jeden Fall kotze. Was meinst du mit neuen Ballenwagen liegen? Ja, dann hättest du hier einen hingestellt, ich hätte ihn entladen und du hättest den neuen mitgenommen und den voll gemacht. Der Fan hat keine Zange. Der Weidemann auch nicht. Ich weiß halt nicht, wo sie reinkommen, aber ich glaube in das Große. Nee, da. Da? Ja. Aber es geht nicht. Nee. Naja, ich weiß in dem Moment krass, Mann. Ich verkauf's mal wieder und dann gehen wir die da so hin. Ich würde mir mal, den... Aber dann mach mal bitte Gras dorthin oder irgendeine andere Textur, irgendwas, dass das nicht mehr ganz so spuckig hier aussieht. Ich würde mir mal den Tankanhänger nochmal holen. Okay. Um die Produktion hier mit Diesel zu befüllen. Mhm. Lass dir den mal da, Dominik, hier. Wie sieht's denn aus mit Kartoffeln? Muss da noch was gemacht werden? Ich habe gerade alles weggefahren. Der Anhänger steht zum Befüllen drin mit dem Weidemann. So, du hast verkauft? Ja. Soll ich das anpassen hier ein bisschen, oder? Du kannst du machen. Dann passt du das an, ich mach den Anhänger voll und dann, wenn du Bock hast, kannst du die Kartoffeln noch ein bisschen durch die Gegend schützen. Ja. Oder mal gucken, was unser Global Market macht. Da haben wir ja noch gar nicht geguckt heute. Global Market? Ja, so mit Saatgut und so. Das hat ja immer gut Kohle gebracht. Ja. Alles gut, gibt's Verletzte? War nur ein Stück. Ich glaube, dem geht's gut. So, gut. Das sollte passen. Du kannst den MB-Truck nehmen. Bodentyp. Was nehmen wir jetzt hier mal für einen Bodentyp rein? Moment. Der Anhänger steht natürlich jetzt auch genau im Weg. So, hier eine schöne Dreckfläche hin. So. Ich kann ja den Anhänger erstmal wegfahren.
mal ganz kurz, dass ich das da fertig machen kann. Das wäre nett. Mach einen großen Schotterplatz. Ja, machen erstmal hier so eine kleine Erdfläche, und gut ist. Himi, Dankeschön für dein Resub. Das ist lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Ja, die Silagebeine können wir dann einlagern, wenn sie wirklich Silage sind. Aber wenn sie Silage sind, wollen wir sie ja verkaufen. Ja, moin. Aber wenn sie Silage sind, wollen wir sie ja verkaufen. So. Gut, perfekt. So, wo... Was steht für Arbeit an aktuell? Was können wir noch machen? Da drin steht der Fendt mit dem Kartoffelanhänger, der ist in die Waschanlage. Ja. Fendt ist eine ganz schlechte Idee für die Halle. Weil der hat echt einen beschissenen Wendekreis. Ja. Oder die Halle ist zu klein. Mhm. Komm, aber alle anderen kommen rum. Ups. Ja. So, nichtsdestotrotz. Die anderen beiden müssen wir natürlich auch noch einsammeln auf dem Fels, ganz klar. Aber wir müssen jetzt hier erstmal abladen. Das macht jetzt der Dominik. Da geht es nicht darum, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ich kann das auch ein paar Stunden machen, das ist kein Thema. Aber die Frage ist natürlich auch immer, was für die Zuschauer. Bin ich immer ein Freund, da immer auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. So, ein bisschen Kohle haben wir auch gemacht. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir, Moment mal ganz kurz. Was haben wir noch ein bisschen was drinne? Gewaschene Kartoffeln. Oder Kartoffeln tun wir jetzt rein. Jetzt könnten wir eigentlich mit dem nochmal losfahren. Wir könnten nochmal Kartoffeln hinten aus dem Lager holen. Kannst du ein paar Kartoffeln hier oben in die Produktion bringen? Das könnten wir auch machen. Aber da reicht ja normale Kartoffeln, oder? Ja, ja. Genau, normale Kartoffeln. Und ansonsten, wie viel Saatgut haben wir aktuell? 2000. Ne, 8600. 8600. Da müssen wir mal gucken, ob wir eventuell noch Weizen bekommen. Ich würde mal, mit was kann ich das da reinschmeißen unten am Dings? Ich glaube, den Kartoffelkocher müssen wir auch mit Frontlader bestücken, ja. Ja, dann würde es sich auch lohnen, wenn du mit Futterschnecke. Da kommt er niemals bis da hoch. Aber ich probiere es aus. Kannst ja gleich im Frontlader dran hängen. Ich probiere es aus, darf ich nicht am Fendt. Ach, verdammt. Manchmal aber wie verhext, ne? Alter, ist der abgenutzt. Krass heftig, wie das aussieht. Mega, Dankeschön für... Wow. Dankeschön für deine 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb von dir. So, auf zum Global Market. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Weizen bekommen. Funktioniert Saatgutproduktion bei dir mit dem Schlauchsystem? Ja, funktioniert. Warte mal, das ist ja... Also wir haben nicht viele Straßen auf der Rade, aber trotzdem... Ist immer mal ein kleiner Verfahrer drin. So, jetzt aber. Perfekto. Sehr schön. Habt ihr schon ein paar Ostergeschenke beisammen? Überleg noch, ey. Also für die Kleine haben wir jetzt auch noch ein Fahrrad.
Die kriegt jetzt quasi das nächstgrößere Fahrrad. Zum Geburtstag, zu Ostern. Wir haben jetzt einen 20 Zoll, weil der 16 Zoll wird jetzt halt wirklich zu klein. Ja, da gibt es ja bestimmt noch so die normalen Ostersüßigkeiten, wa? Die Ostersüßigkeiten, ja, aber wir betreiben das auch nicht. Nee, sollte man auch nicht. Bei uns gibt es ja auch immer bloß Kleinigkeiten in dem Sinne. Ja, ist auch richtig. kaufen. Wie viel Geld haben wir? 57.000 und Bäubelstücke. Ist Geld abgegangen? Nein. Gar nichts abgegangen, ne? Nein. Hab die 400k Weizen, hab ich nicht gekriegt, leider. Oh, verdammt. Wahnsinn, ey. Nee. Geht gar nicht, Rede, wa? Die sind wie die Geier. Ah, jetzt 27, also bitte, was scheint abgegangen zu sein? Jetzt was abgegangen? Ja, jetzt haben wir noch 27.350. Dann habe ich 20k Weizen gekriegt. Ja, da passt doch. Wie viel Geld haben wir? 27.350. Nochmal was abgegangen? Ja, jetzt haben wir minus 11.382. Was? Jo. Das kann aber eigentlich auch nicht sein. Ich habe Weizen für 1.400 gekauft. Und Saatgut. Was? Ich habe den Saatgutpreis nicht gesehen. Habt ihr gerade den Saatgutpreis gesehen, Leute? Was Saatgut wert war, weil es war ja welches drin. Hab auf die Liter geschaut, okay, dann haben wir jetzt echt Minus gemacht. Scheiße. 2.300? 2.8? 3.9? Oh, lol. 2,3, 3,6. Das waren deine 20k Weizen, Spani? Ja, dann Kuss geht raus an dich. Dankeschön, dass du uns beliefert hast. Können wir gleich mal wieder hier voll machen. Wir können erstmal gar nichts kaufen, weil wir aktuell jetzt out of Kaufoption sind. Ich wollte, ja, ich fahre jetzt erstmal das Saatgut, dann kann man immer noch Kartoffeln holen. Gut, aber wir sind auch erstmal durch, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst das Däumchen da und ja, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, wir fahren Montag 20 Uhr ist immer Livestream, ganz gediegen, ganz entspannt. Und ja, jetzt sind wir erstmal raus. Bis dahin, tschüss. Ciao.